Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr beim neuen COD Vanguard Instant die Dark Eva Tarnung bzw. die Atomar Tarnung freischalten könnt, ohne die frei zu spielen. Leider klappt dieser Glitch nur auf dem PC oder auf der Xbox und ihr braucht eine Maus und einen Controller dafür. Falls ihr alles habt, dann zeige ich euch jetzt, wie das Ganze funktioniert. Als allererstes müsst ihr in die Einstellungen und hier bei Tastatur und Maus hier oben bei Zielen Eingabegerät auf Controller gehen. So, jetzt geht einfach in eure Klasse rein und wählt die Klasse aus, wo ihr die Tarnung freischalten wollt. Bei mir ist das jetzt hier die M1 und da will ich jetzt die Atomar-Tarnung freischalten. Ihr müsst jetzt eure Maus hier auf diesem leeren Feld drauf hin und her bewegen, sodass die Maus immer in Bewegung bleibt. Und gleichzeitig mit dem Controller, Leute, nach links drücken und X. Also mit der einen Hand wackelt ihr hier über diesem leeren Feld mit der Maus und mit der anderen Hand drückt ihr mit dem Controller nach links und X, Leute. Bis ihr dann seht, dass dieser gelbe Punkt auf dem leeren Feld auf der Tarnung ist, die ihr wollt. In meinem Fall ist das halt die Dunkeläther-Tarnung. Am Anfang kann das ein bisschen schwer sein, Leute, jedoch klappt es. Wie ihr seht, habe ich es jetzt auf Gold gemacht, habe ich ein bisschen zu schnell gedrückt und jetzt habe ich die Dunkeläther-Tarnung drauf. Ich zeige euch das jetzt noch einmal in einem anderen Beispiel. Und zwar hier mit dem LMG gehe ich wieder auf Tarnungen, Leute, mit der Maus über diesem leeren Feld und wackelig so darüber hin und her, sodass die Maus in Bewegung bleibt. Und mit der anderen Hand drücke ich auf dem Controller auf die Steuerungstaste links und auf X. Und wie ihr seht, springt er dann auf die Dunkeläther-Tarnung. Und damit könnt ihr dann halt online spielen, ob Mehrspieler oder Zombies, das funktioniert alles. Ich habe auch gerade eine Runde damit gestartet und das Spiel neu gestartet einmal, um zu gucken, ob das Ganze auch bleibt. Und ja, die Tarnung bleibt bestehen. So, das war's dann auch mit dem Video, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare. Und falls du kein Video mehr verpassen willst und immer auf den aktuellsten Stand bleiben willst, kannst du auch gerne die Glocke aktivieren. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.